Genau, heute Morgen bin ich erstmal aufgestanden, habe auf die Uhr geguckt. Ich habe immer so die Angewohnheit, aus dem Schlafzimmer rauszugehen, über die Terrasse zu laufen und hier ins Wohnzimmer reinzugehen. Und guck auf die Uhr, 10:20 Uhr. Bin wieder auf die andere Seite ins Schlafzimmer und habe gesagt, habe ich jetzt mein Live verpasst heute Morgen oder was? Und da haben mein Mann und ich tatsächlich erstmal mit den Handys hier gestanden, auf die Uhren auf dem Handy geguckt, gegoogelt. Mein Mann kam dann auf die Idee, hatten wir vielleicht Zeitumstellung. Ja, und tatsächlich, wir hatten Zeitumstellung. Heute Nacht sind die Uhren sowohl auf Zypern als auch in Deutschland, ja, Österreich, Schweiz, wo auch immer, überall umgestellt worden. Nur unsere Uhr hier, die ist halt nicht an die Weltuhr angedockt. Die müssen wir manuell umstellen. Was hat das mit mir gemacht? Erstmal gar nichts. Einfach nur die Frage, habe ich mein Life jetzt verpasst? Und was hätte es früher mit mir gemacht? Und deshalb, vielleicht kennst du das noch aus deinem jetzigen Leben. Wie viel Druck, wie viel Zwang wir uns im Außen aussetzen oder ausgesetzt fühlen oder es auch tatsächlich sind, weil wir anderen gerecht werden müssen, weil wir es anderen gerecht machen müssen. Und jetzt stell dir mal vor, du lebst tatsächlich so, ich muss mal gerade hier gucken, ob das mit der Lautstärke hier auch passt. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Schreibt mir doch mal jemand rein. Ja, passt. Du lebst tatsächlich so in deiner eigenen Welt, dass du solche Dinge noch nicht mal mitkriegst, wann Zeitumstellung ist oder ob Zeit zurückgestellt wurde und vorgestellt wurde, wie auch immer. Du bist tatsächlich so in deiner eigenen Welt und machst so komplett dein eigenes Ding. Du bist die Chefin, der Chef in deinem Leben. Für dich, für deine Liebsten, für deine Familie. Das ist etwas, wovon ich vor wenigen Jahren noch geträumt hatte, als ich ja noch im Büro saß, andere Menschen da draußen beobachtet hatte, die frei lebten, alleine oder mit der Familie, mit dem Partner oder auch mit den Kindern. Und wir sprechen ja heute darüber, wie du finanziell jetzt erfolgreicher sein kannst. Eigentlich ist es in einem Satz schon gesagt, nämlich indem du beginnst, anders zu denken, daraus resultieren andere Handlungen und daraus resultieren andere Ergebnisse in deinem Leben. Anders denken, anders handeln und andere Ergebnisse erzielst du. Im Grunde genommen ist es so einfach und doch so schwer, das hinzukriegen. Wirklich stabil in die Richtung zu denken, damit man auch in die Richtung handeln kann und auch dort ankommt im Leben, wo man gerne hin möchte. Nur vom Zuhören oder Beobachten von anderen Menschen, nur vom Kurse belegen, nur vom Bücher lesen, nur vom Träumen. Träumen ist wichtig, groß zu träumen, auch jetzt schon in die Realität einzutauchen, wie es ist, wenn. Ja, alles wichtig, alles hilfreich, aber dennoch beginnt alles damit, dass wir uns mal im Klaren, dass du dir im Klaren darüber wirst, wie willst du es eigentlich wirklich haben. Und da war ich eben stehen geblieben. Ich habe andere da draußen beobachtet, die so frei gelebt haben. Und ich fand das so genial. Da habe ich so im Büro am Schreibtisch gehockt und habe so aufgeatmet und habe gedacht, wow, wäre das schön, sich so leiten zu lassen. Einfach auf der Welt dort zu sein, wo es einem gerade gefällt. Dann habe ich Systeme kennengelernt, so Travel and Work, oder da gibt es verschiedene Internetplattformen, die fallen mir jetzt gerade gar nicht mehr alle ein, weil ich mich damit ja auch schon lange nicht mehr beschäftigt hatte. Aber damals war ich auch auf diesen Internetplattformen unterwegs, wo man tatsächlich sich was aussuchen konnte, wo soll es hingehen,
Man brauchte nur den Flug zu buchen, hatte dort dann Kost und Logis alles frei. Oder es gab so House-Sitting und Wohnungssitting-Projekte, das gibt es immer noch, die mich interessiert hatten. Dann war mal so der Gedanke, ach, es wäre ja auch ganz schön, einfach nur ein Wohnmobil oder so ein großes, umgebautes Auto, also so ein LKW oder keine Ahnung, Postauto oder sowas, damit unterwegs zu sein, frei auf der Welt. Und schlussendlich, aus verschiedenen Gründen, hatte ich mich dann einfach dafür entschieden, nee, Travel and Work ist nicht meines. Mit Wohnmobil, da gibt es auch so ein paar Dinge, die ich da auch nicht unbedingt mochte oder mag. Soll schon so sein, dass ich mich dort auf der Welt aufhalte, wo es mir, wo es uns gerade gefällt, aber auch ja, mit einem gewissen Standard, den ich gerne als Wohlfühleffekt um mich rum habe. Und da braucht es nun mal eine gewisse Geldenergie dazu. Dann war die nächste Frage, wie komme ich denn zu dieser Geldenergie? Wie kann denn das funktionieren? Und so bin ich auf diese Reise gekommen, überhaupt mir mal Klarheit darüber zu haben, wie viel Geld es dazu braucht, weil das war auch etwas, was ich verabschieden wollte in meinem früheren Leben, mir ständig Gedanken um Geld machen zu müssen. Ich weiß nur so schön, wie mal so der Wunsch da ist, der ganzen Familie, den Kindern vor allem, zu ermöglichen, mal auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Weil mein Mann und ich in unserem früheren Leben mal eingeladen waren zu einer Kreuzfahrt und wir hatten mal diesen Film von damals angeschaut mit den Kindern und die fanden das so toll. Und dann habe ich, weiß ich noch, wie ich da vor dem Bildschirm saß und gedacht habe, wow, das wäre ja schon schön. Aber vom finanziellen Erlauben völlig außerhalb meines Universums. Mit 4 Personen, Kreuzfahrt 1 oder 2 Wochen oder noch länger, völlig außerhalb meines Universums. Was habe ich gemacht? Ich habe mir diesen Traum erlaubt. Ich habe begonnen, mir immer wieder vorzustellen, wie es ist, wenn wir tatsächlich da unterwegs sind. Nicht nur auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern auch ansonsten auf der Welt unterwegs sind. Da sind wir wieder bei dem ersten Punkt. Ich habe begonnen, anders zu denken, weil unsere Gedanken sind eine Form von Energie, die wir aussenden an das universelle Feld. Und da gibt es so Naturgesetze, zum Beispiel das Gesetz der Resonanz. Kannst du dir das vorstellen wie ein Radiosender? Die Frequenz, auf der der Radiosender aussendet, auf der empfängt er auch. Und daraus resultierend habe ich begonnen, anders zu handeln. Ich habe mich gefragt, weil ich mich fehl am Platz gefühlt hatte in dem Beruf, im Büro, schon lange gespürt habe, das ist nicht wirklich das, was ich wirklich machen möchte, weil ich das Gefühl hatte, das Leben zieht an mir vorbei, weil ich gemerkt habe, wie ich auch unseren Kindern Dinge mitgebe, die ich eigentlich gar nicht ihnen mitgeben wollten, nämlich wie ich es ja auch gelernt habe und wie du es auch gelernt hast, das Schulsystem zu durchlaufen, eine Ausbildung zu machen, damit man was in der Hand hat, oder ein Studium zu machen, ja, des Studierens willens oder irgendwas zu suchen, zu finden, wo man sich so ansatzweise mit arrangieren kann. Ich würde mal behaupten, kaum jemand in unserer Community hier, wir sind fast 4000 Mitglieder hier, hat eine Ausbildung gemacht oder ein Studium, weil du gesagt hast, yes, das ist genau das, was mich interessiert. Das ist genau das, wofür ich morgens aus dem Bett hüpfe. Sondern wir haben ja gelernt, ja, Leben ist halt so, muss irgendwas machen, womit ich mich arrangieren kann. Und die erste Zeit ist man dann auch noch happy mit dem Geld, das man verdient, war ich auch, mit der Geldenergie, die dann mal zu einem fließt, dann möchte man ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn man noch ein bisschen mehr, dann klappt das auch mal noch so ein paar Gehaltsstufen zu durchlaufen oder wenn man den Job wechselt, die Firma wechselt, dann klappt es auch oft mal noch mit einer höheren Gehaltsstufe. Aber letzten Endes sind irgendwo die Grenzen gesetzt. Vielleicht kennst du das ja auch.
Dann fängt man an, das kenne ich auch nur zu gut von mir, mal nach nebenberuflichen Tätigkeiten noch Ausschau zu halten. Was könnte ich denn nebenberuflich noch machen? Ich weiß noch schön, oh Gott, wie lange ist das her, wo ich mich tatsächlich mal in einem Café beworben hatte, um da mir noch Geld zu verdienen, indem ich da ja bedient hätte. Wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Gott sei Dank haben die mich damals nicht genommen, weil ja, ich kann mir das nicht vorstellen, mir überall zu merken, was da wer bestellt und so weiter und so fort. Gott sei Dank hat das Universum so agiert und niemand hat mich genommen zum damaligen Zeitpunkt. Und so habe ich einfach immer geschaut, auch wie ich nebenbei noch Geld verdienen kann, zusätzlich. Das Ding ist nur, man ist ja eh schon im Hamsterrad im Grunde genommen gefangen. Man ist ja eh schon abhängig davon, dass man zu einer gewissen Uhrzeit am Arbeitsplatz zu sein hat, eine gewisse Zeit am Arbeitsplatz zu verbringen hat, ob man Arbeit hat oder nicht. Wenn mehr Arbeit da ist als das, was der Zeitrahmen vorgibt, dann ist man meist nur oder fühlt sich gezwungen, dann auch noch länger zu arbeiten, oft auch noch fürs gleiche Geld. Und wenn man dann noch einen Nebenjob macht, dann hat man eigentlich irgendwann Feierabend, dann fängt der zweite Nebenjob an und dann ist noch Haushalt, Familie und Kinder und alles Mögliche drumherum. Und irgendwann ist man dann von der Senkrechten in die Waagerechte vom Universum gebracht worden. Und hat viele, viele Jahre auch die Botschaften, die der Körper einem geschickt hat, die die Seele einem geschickt hat über den Körper, in Form von Disharmonien, in Form von Krankheitssymptomen. War bei mir auch so, viele, viele Jahre lang, unterschiedliche Art und Weise, mit jetzt den Rahmen sprengen, da alles aufzuzählen. Mit anderen Worten, was will ich damit sagen? Auf die gleiche Art und Weise zu denken, zu handeln, kann man keine anderen Ergebnisse erzielen. Wenn du wirklich erfolgreicher, finanziell erfolgreicher sein möchtest, dann darfst du dir erlauben, so ganz bei dir selbst anzukommen, dass du wirklich beginnst, die Verantwortung für dich selbst und für dein Leben wirklich zu übernehmen. Das klingt zunächst vielleicht auch anstrengend. Und das klingt vielleicht zunächst auch so überwältigend, dass man sagt, so komplett die Verantwortung für mich und für mein Leben übernehmen. Niemand zahlt mir dann mehr automatisch am Monatsende oder Monatsmitte Summe X auf mein Konto. Dann gebe ich meine Sicherheit auf, den sicheren Job. Die Gedanken waren ja bei mir, öffentlicher Dienst. Warum bin ich in den öffentlichen Dienst irgendwann? Warum war das mein Traum, mein Ziel? Weil ich einfach gedacht habe, ja, das ist sicher. Wenn man da einfach mal den Fuß in der Tür hat, wie man so schön sagt, kann einem nichts mehr passieren. Doch letzten Endes, was nutzt das sichere Einkommen, wenn die Seele uns ständig Botschaften schickt, hey, schau hierher, da gibt es etwas, warum du hierher gekommen bist. Da gibt es einen Seelenplan, da gibt es eine Lebensaufgabe, da gibt es eine Mission, die du wie so einen unsichtbaren Rucksack mit dir trägst. Und stell dir mal vor, das ist so die Kommunikation von deiner Seele mit dir. Denn die Seele, die kommuniziert mit uns über die leise Botschaften von Gefühlen. Und Wahrheit, wenn du ehrlich bist zu dir selbst, wie lange hast du schon das Gefühl, dass das Leben, das du jetzt lebst, nicht wirklich das Leben ist, wie du es gerne hättest und du dich damit arrangierst? Ich möchte dich damit jetzt nicht verletzen oder triggern und dennoch, je mehr es in dir rumort, je mehr es auf dir in Resonanz stößt, je mehr es dich triggert, umso mehr bitte Einladung, sehe es als Zeichen von deiner Seele, die ganz klar mit dir spricht, hey, bitte hab Vertrauen, bitte hab Mut und korrigier deinen Weg, begib dich wirklich auf den Weg deines Herzens.
Und je länger wir diese Botschaften, diese Kommunikation von der Seele missachten, weil man es ja auch nie gelernt hat. Unsere Eltern konnten uns das nicht beibringen, wie man es zum Beispiel den Aborigines im Kleinkind allen da schon beibringt. Wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt in Form von einem Gefühl, die Seele kommuniziert in Form von Gefühlen mit dir, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, in dich hineinzulauschen und zu lauschen, was möchte meine Seele mir damit sagen. Das konnten unsere Eltern uns und unsere Großeltern uns nicht beibringen, man hat es ihnen ja auch nicht beigebracht. Du bist jetzt aber hier als erwachsene Frau, als erwachsener Mann und bekommst diese Informationen. Das heißt, du darfst dich jetzt dem Gedanken öffnen, dass auch deine Seele immer in Form von Gefühlen mit dir kommuniziert. Und ich lade dich auch gern dazu ein, dass deine Seele und auch dein Herz viel, viel, viel älter sind als das, was wir hier in unserem süßen Köpfchen haben, unser Ego, unser Verstand. Für den hat das jetzige Leben begonnen im jetzigen Körper und für den ist das jetzige Leben im jetzigen Körper auch endlich. Und deshalb hält er so krampfhaft auch an den Dingen fest. Nur die Seele und das Herz, die haben so eine Intelligenz, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Die könnten uns nie belügen oder betrügen. Und so, je länger wir dann die Botschaften der Seele missachten, dann wird unsere Seele schon mal kreativ, nimmt den Körper mit. Es gibt so ein schönes Sprichwort, ich kenne den Verfasser leider nicht, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und zum Körper sagt, Körper, geh du vor, auf mich hört er nicht, damit ist der Mensch gemeint. Und der Körper sagt, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit haben, der Mensch, um auf dich zu hören. Aber auch da haben wir einfach gelernt, die Verantwortung wiederum abzugeben an Menschen im Außen. Und damit möchte ich keine Medizin, kein Arzt, nichts und niemanden in Frage stellen. Das sind alles wunderbare Dinge, wie die Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt, um da zu löschen, metaphorisch gesprochen. Aber letzten Endes möchte unsere Seele uns darauf aufmerksam machen. Hey, folge deinem Seelenplan, folge deiner Lebensaufgabe, folge deiner Mission, folge deinem Herzen. Und dann können wundersame Dinge in deinem Leben entstehen, von denen du früher als kleines Kind, als noch nicht so viele Prägungen, Schleier, Blockaden, gordische Knoten in deinem Feld waren, die dich haben glauben lassen, du musst dich halt mit dem Leben arrangieren, dann können diese Dinge sich auflösen. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Naturgesetz, was wir auch von Albert Einstein, Max Planck kennen, es ist alles eine große Form von Energie. Alles. Bewiesene Physik, bewiesene Quantenphysik. Es ist alles Energie. Auch das, was wir hier als Materie sehen, ist nichts anderes als verdichtete Energie. Unser physischer Körper ist nichts anderes als verdichtete Energie. Wir sind Energiewesen. Und alles ist auch mit allem verbunden, nichts ist getrennt voneinander. Jetzt hat man uns aber auch nie beigebracht, wirklich deinem Herzen zu folgen. Und man hat uns nie gesagt, folge deinem Herzen, damit kannst du dir ein wunderbares, freies Leben so gestalten, wie du es wirklich möchtest. Da kommt jetzt noch wahrscheinlich, kommen jetzt noch wahrscheinlich in deinem Unbewussten aus deinem Kopf, lausch da mal, die größten Prägungen auf. Ja, wenn ja jeder machen würde, was er will, wenn ja jeder seinem Herzen folgen würde, was hätten wir denn dann für ein Chaos da draußen? Das ist für unseren Kopf, für unseren Verstand nicht vorstellbar, wenn wirklich jeder so bei sich ankommen würde und die Dinge machen würden, die seiner Lebensaufgabe, seinem Seelenplan entsprechen, so im Frieden mit sich selbst wäre. Wahrheit. Was für eine Welt hätten wir dann da draußen? Hätten wir dann nicht viel mehr Ordnung
im wahrsten Sinne des Wortes, was wir so als Ordnung bezeichnen. Dieses, was wir da draußen als Chaos sehen, hat auch seine perfekte Ordnung. Und gerade jetzt, es hat alles seine perfekte Ordnung, gerade die jetzige Zeitqualität zwingt so viele Menschen dazu, mehr denn je wirklich das Leben zu hinterfragen. Ist es das, was ich wirklich möchte? Weil, was eben noch als normal war, dass die Stelle noch sicher war, das Einkommen noch sicher war, dann doch nichts mehr sicher ist. Oder der eine oder andere, ja, hat sogar schon die Kündigung bekommen und ist komplett dabei, sich neu zu orientieren oder muss sich neu orientieren. Also es ist ja im Grunde genommen nichts mehr gerade jetzt so, wie es war. Und das ist die große Chance darin, wo das Universum auch dir zeigen möchte, hey, entdecke den wahren Sinn deines Lebens und folge deinem Herzen und lass dann wundersame Dinge geschehen. Jetzt sind wir nochmal bei dem Thema, alles ist eine Form von Energie. Jetzt sind wir bei dem Thema Finanzen. Auch Geld ist nichts anderes als eine Form von Energie. Wie die Luft zum Atmen eine Form von Energie ist. Nur zu dem lieben Thema Geld haben wir einfach eine sehr, sehr unheilsame Prägung, dass es zu wenig da ist, dass es hart verdient werden muss. Keine Ahnung, was auch immer. Ich will gar nicht so viele Glaubenssätze hier von mir geben, um dein Unbewusstes nicht daran zu erinnern. Ah, da war ja auch noch ein Glaubenssatz. Und so haben wir einfach gelernt zu funktionieren, uns mit dem Leben zu arrangieren, uns die Geschichte zu erzählen, das ist ja so. Und gleichzeitig beobachten wir Menschen da draußen, wie ich das früher ja auch gemacht habe, die frei leben. Und wenn alles eine Form von Energie ist, Wahrheit, und jeder auf dem gleichen Weg auch hier auf unsere Mutter Erde gekommen ist, auch du, hat ja jeder die gleichen Möglichkeiten, sich sein Leben wirklich frei zu gestalten. Letzten Endes, wir Menschen haben einen freien Willen. Jeder, ich, du, jeder von uns hat einen freien Willen. Jeder kann entscheiden, wie er leben möchte, wo er leben möchte, was er beruflich machen möchte, mit welchen Menschen er sich umgeben möchte und, und. Es sind in Wahrheit niemals Situationen ausgeliefert. Heißt nicht, dass es nicht einfach ist oder dass es eine Challenge ist, sich tatsächlich auf den Weg zu begeben. Wie lange bin ich in Anführungsstrichen schwanger damit gegangen, wirklich meinen Träumen zu folgen? Wie sehr war das Kopfkino da? Du kannst doch nicht da wirklich auch kündigen nach 30 Jahren. Du reißt die Familie auseinander. Dein Mann will nichts mehr von dir wissen, weil er dann andere Wege geht. Die Kinder wollen nichts mehr von dir wissen, weil. Also das ganze Kopfkino. Und letzten Endes, auch eines der Naturgesetze. Ja, es ist alles eine große Energie. Aber wenn Menschen aufeinandertreffen, entscheidet sich immer in Sekundenschnelle, wer in welches universelle Energiefeld eintaucht. Das heißt für dich, die Menschen, wo dein Kopf, der jetzt vielleicht noch erzählt, wenn ich wirklich den Weg meines Herzens gehe, dann verliere ich das, dann verliere ich das, dann verliere ich das. Die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, die wirklich zu, ja, wie soll ich sagen, zu dir gehören, die werden mit dir im Boot sein, früher oder später. Völlig außer Frage. Gesetz der Anziehung, geht gar nicht anders. So, als ich mir jetzt klar darüber wurde, wie ich denn wirklich frei leben wollte, also kein Travel and Work, kein Wohnmobil oder umgebauter Laster, sondern tatsächlich auf der Welt mir dort Wohnungen mieten, wo es uns gerade gefällt, und wenn das 2 Monate irgendwo sind, sind es 2 Monate, wenn es 3 Monate sind, sind es 3 Monate, wenn es nur mal irgendwo 4 Wochen sind, sind es nur 4 Wochen. Gibt ja da wunderbare Systeme, mit denen man auf die Art und Weise sich auch Wohnungen oder Häuser mieten kann. Da kam dann die nächste Frage auf, wie funktioniert das mit der Geldenergie? Wie funktioniert das finanziell, da erfolgreicher zu werden, dass das auch möglich ist?
Und damit einhergehend, unmittelbar, du kannst nur wirklich frei und selbstbestimmt leben, indem du dir auch erlaubst, die Verantwortung wirklich für dein Leben komplett zu übernehmen. Also tatsächlich aufhörst, Verantwortung an andere abzugeben. An wen auch immer. Sei es an die Regierung, sei es an politische Dinge, sei es an Ärzte, sei es an wen auch immer, an den Arbeitgeber, an wen auch immer. Das kann niemals funktionieren. Du kannst nur wirklich frei und selbstbestimmt leben, wenn du auch, das ist die Antwort darauf, in die Selbstverantwortung gehst, für dich und für dein Leben. Und das Magische daran ist, dass dann diese wundersamen Dinge geschehen, die Türe und Tore sich öffnen und du plötzlich so viele Möglichkeiten hast, auf welche Art und Weise du Geld verdienen kannst, dass du auswählen kannst und auch Geld verdienen kannst in dem Maße, wie du es gerne hättest, wie es zu dir passt, die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, also tatsächlich dir zu erlauben, die auch zu empfangen, in dem Maße, wie du es für dich, für deine Familie, für was auch immer es gerne hättest. Ich kann mich so gut daran erinnern, als ich dann tatsächlich an dem Tag der Kündigung, ich habe den Brief abgegeben und bin ins Auto, es war so kurz vor Feierabend, habe im Auto gehockt und habe gejubelt. Und gleichzeitig hat mein Kopf gesagt, oh mein Gott, was hast du jetzt gemacht? Wirklich gekündigt? Geht das alles gut? Und nochmal so das ganze Kopfkino. Aber es war ja nichts mehr rückgängig zu machen, Kündigung nur abgegeben. Bin nach Hause gekommen, gehe an den Briefkasten. Und das sind die Zeichen des Universums. Das Universum schickt dir immer Zeichen und Botschaften, Gegebenheiten, Menschen, die dir Hinweise geben. Du darfst sie nur erkennen und darfst ihnen auch folgen. Das habe ich damit gemeint, was ich eingangs gesagt habe. Es ist nicht damit getan, dass du andere, sei es mich oder auch andere da draußen beobachtest, die frei leben, die sich ihr Leben so erschaffen, wie sie es möchten. Oder dass du einfach nur Kurse besuchst oder Bücher liest oder was auch immer. Du darfst beginnen, stabil anders zu denken, damit du anders handelst, damit du auch andere Resultate erzielst. Und da schickt das Universum uns immer Botschaften und Hinweise. Und ich weiß so schön, als ich nach Hause gekommen bin, in den Briefkasten gegangen bin, so ein kleines Päckchen ausgepackt hatte, ein Buch bestellt hatte, hatte ich schon ganz vergessen, dass ich das bestellt hatte. Und was war da drin? An genau diesem Tag ein Armband, wo drauf stand, sprenge deine Fesseln. Oder sowas. Sprenge deine Fesseln stand, glaube ich, drauf. Da habe ich gedacht, Universum, danke für diese Rückenstärkung. So, und was danach kam, war einfach die Frage, wie kann es jetzt noch leichter gehen? Wie kann ich wirklich noch mehr mit dem, was mir wirklich Freude macht, was mir wirklich am Herzen liegt, was mich wirklich interessiert, auch Geld verdienen? Und das war bei mir vielseitige Interessen. Ich habe ja ursprünglich vor 18 Jahren mal angefangen mit Homepage, habe über Themen Ernährung, Partnerschaft, Mentaltraining, wie man sich seine Lebenswirklichkeit erschafft, über esoterische Dinge und tralala. So ein ganzes Potpourri gab es auf meiner Homepage an Angeboten. So nach dem Motto, ich bin für jeden da, aber letzten Endes funktioniert das nicht. Und das ist auch, glaube ich, mein größtes Handicap gewesen, das eine Ding herauszufinden, diese eine Mission, warum ich hier bin, meine Lebensaufgabe, nämlich Frauen, Menschen, Männern zu zeigen, wie man wirklich frei lebt. Das hat sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Hätte ich mir früher schon erlaubt, da Mentoren an meiner Seite zu haben, die mir diesen Weg gezeigt hätten. Ich habe viel zu lange versucht, das alleine herauszufinden. Den Fehler musst du ja auch machen. Und als ich dann wirklich
die Klarheit hatte, dass es das eine Ding, was mich ausmacht und alle Talente und Fähigkeiten, alle Interessen damit reinpacke, damit nach außen zu gehen, war natürlich eine Hürde, mich auf der Bühne, ich sag mal, auf der Bühne meines Lebens zu zeigen. Also hier Kamera an und in einer Gruppe zu sprechen mit knapp 4000 Mitgliedern, unvorstellbar. Ich hatte ja früher schon Herzkasper in meiner Ausbildung. Ich hatte ursprünglich meine Ausbildung auch im pharmazeutischen Bereich gemacht. Wenn die Kollegin da an der Schublade stand und ich da ran musste, habe ich mich schon nicht getraut, was zu sagen. Kann ich mal an die Schublade? Bin ich so lange um die Kollegin da rum, bis die dann mal zur Seite ist und ich da ran konnte. Weil ich mich einfach nicht getraut hatte, zu reden, den Mund aufzumachen. Weil ich einfach total schüchtern war. Also, es sind alles Dinge, wo man sich hinein entwickeln, hinein entspannen kann. Auch du, da gibt es so viele Dinge in deinem Leben, die das universelle Feld für dich bereithält, wenn du dir denn erlaubst, auch dafür zu gehen, dich da hinein zu entwickeln, dich da hinein zu entspannen. Und mit was fängt das an? Mit einer Entscheidung. Du darfst dich dafür entscheiden, für dein Leben. Für dein freies Leben. Wir haben einen freien Willen. Solange wir nicht selbst entscheiden, wie wir es haben wollen, werden immer andere Menschen, Situationen, Gegebenheiten da sein, die über uns entscheiden. Und wo wir uns dann ausgeliefert fühlen. Aber Wahrheit. Nichts und niemand kann über dich bestimmen, weil auch du in Wahrheit nicht dieser physische Körper bist, sondern in Wahrheit ein unendlich großes Wesen. Und nichts und niemand kann mächtiger sein in deinem Leben als du selbst. Es sei denn, du triffst, wenn auch unbewusst, die interessante Entscheidung, dass du es zulässt. So, dann habe ich mich mal gefragt, da gab es natürlich viele Botschaften auch vom Universum. Will ich jetzt gar nicht so alle erzählen, das wird hier den Rahmen, glaube ich, sprengen. Denen ich dann gefolgt bin. Ich bin meiner Intuition gefolgt. Ich habe dann erstmal überlegt, wie kann ich denn diese vielseitigen Interessen, die ich habe, im Hinblick auf die frei zu leben, im Hinblick auf die ganzen Naturgesetze, Gesetz der Anziehung, im Hinblick auf mehr Freude im Leben zu haben, im Hinblick auf mehr Gesundheit, im Hinblick auf mehr Finanzen im Leben zu empfangen und, und. Wie kann ich das auf einen Punkt bringen? Und so ist bei mir erstmal damals die Idee entstanden, mach einen Online-Kongress. Das war so die Zeit 2014 ungefähr, wo so diese Online-Kongresse nach Deutschland gekommen sind. Und ich wusste nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe nur da draußen einige gesehen, die sowas gemacht haben. Nee, das muss 2015 gewesen sein, genau. Und ich weiß noch, wie einer meiner damaligen Mentoren mir auch gesagt hat, mach einen Online-Kongress und mir so dieses System ein bisschen dann im Gespräch erklärt hatte und ich nichts verstanden hatte, wollte mich aber auch nicht so, ja, wie sagt man, ich habe mich fast geschämt, danach zu fragen und habe den da einfach reden lassen und habe gedacht, ja, wie soll denn das gehen und, und. Aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen und so habe ich dann tatsächlich 2016 einen der größte Online-Kongress damals im deutschsprachigen Raum mit 50 Sprechern. Bei 50 Sprechern musste ich tatsächlich mal einen Cut machen, weil die Anfragen einfach so groß waren, dass das Postfach übergequillt ist. Kann ich auch mitmachen? Kann ich auch mitmachen? Und ich bei 50 einfach sagen musste, okay, ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen, dann mache ich halt noch einen zweiten. So ist auch der zweite Kongress entstanden. Und so sind 2 Jahre lang Online-Kongresse gelaufen, jeweils zweimal im Jahr, im Sommer und im Herbst. Und das war letzten Endes so das Ding, und das ist es auch bis heute noch, wenn du es dir leicht und einfach machen möchtest, mit den Themen, die dich interessieren, mit deinen vielseitigen Themen, die in dir verborgen sind, worüber du gerne sprichst, worüber du gerne Informationen haben möchtest oder auch viele Informationen hast, dich austauschen möchtest mit anderen Menschen. Du kannst mit so einem Online-Kongress zum Beispiel es nicht vermeiden, ist mir noch niemand passiert, einschließlich mir selbst,
Du kannst es nicht vermeiden, damit sogar dein Leben auch Geld zu verdienen. Das geht gar nicht anders. Und da geht es natürlich auch darum, diesen Kongress, was bei mir die absolute Basis war, um da wirklich durchzustarten, finanziell auch freier zu werden, so viele Möglichkeiten dann auch von Zusammenarbeiten entstanden sind. Es darf nur zu deinem Thema passen. Es darf zu deinem Thema passen. Und wie viel leichter hast du es dann, zum Beispiel mit deinem Thema raus in die Welt zu gehen, weil du da zunächst mal auch nicht alleine auf der Bühne deines Lebens stehst, sondern andere Menschen mit dabei hast im Boot, die du, mit denen du ein Interview führst, mit denen du dich austauschst, und am Tag X wird einfach dein Online-Kongress ausgestrahlt. Ich hatte mir meinen ersten Kongress tatsächlich zu meinem eigenen Geburtstag geschenkt. Der ist am 1. Juni gestartet, 2016. Ich habe gedacht, ich mache mir einen Kongress zu meinem eigenen Geburtstag, den schenke ich mir. Was war das Thema? Ich wollte mehr in die Freude, mehr in die Leichtigkeit im Leben. Und so ist dieser Name Lebensfreude-Kongress entstanden. So, was ist nun dein Thema? Welcher Kongressname würde zu deinem Thema passen? Wen würdest du gerne interviewen? Mit welchen Experten, mit welchen Menschen würdest du dich da gerne zum Beispiel austauschen, um sowas stattfinden zu lassen? Da gibt es natürlich eine genaue Strategie, ein genaues System dahinter, das es auch zu beachten gilt. Aber aus meiner Sicht ist das Simpelste und Einfachste, um wirklich finanziell auch erfolgreich zu werden, weil mit einem Kongress wirst du auf jeden Fall Geld verdienen. Das geht gar nicht anders. Und deshalb würde ich dir mal gerne so die Frage mit auf den Weg geben. Mach dir mal gerne eine Liste mit den Dingen, die dich wirklich interessieren. Auch wenn das konträre Dinge sind, auch wenn das wie bei mir, das war Ernährung, das war Rohkosternährung, aber auch vegetarische Ernährung, das war das Thema Gesundheit im Allgemeinen, das war das Thema Mentaltraining, das war das Thema glückliche Beziehung, da war das Thema dabei, frei zu leben, auf der Welt unterwegs zu sein und. Mach dir doch mal so, geh doch mal ins Brainstorming mit dir selbst und mach dir mal eine Liste, was dich tatsächlich alles interessiert, von den Dingen, die dir bis eben schon bewusst sind, auch mit den Dingen, wo du vielleicht schon versucht hast, dich nebenberuflich selbstständig zu machen, aber es hat nicht funktioniert oder du immer noch das Gefühl hast, da fehlt was, oder vielleicht bist du ja auch gerade dabei, dich selbstständig zu machen oder auch schon nebenberuflich selbstständig und es funktioniert nicht so, im Hinblick auf die Finanzen, dass du richtig gut davon leben kannst. Wenn du dir da mal ins Brainstorming mit den Dingen gehst, die dich ausmachen, und dir da mal so das Wesentlichste raussuchst, was wirklich dich im Kern ausmacht, und dir die Frage stellst, wie kannst du alles andere mit reinpacken, sodass das wunderbare Ganze zusammengefügt werden kann und entsteht, das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Weil damit kannst du dann deine Mission, deine Lebensaufgabe, die du in dir trägst, viel, viel leichter mit der Welt da draußen teilen, deine Botschaft in die Welt bringen. Der Beitrag für die Welt da draußen sein, unter der Frage, unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Auch du bist hierher gekommen mit einem ganz besonderen Plan. Du hast ganz viele Interessen, ganz viele Fähigkeiten. Du bist, behaupte ich jetzt einfach mal, sonst hätte ich dich wahrscheinlich nicht hier in mein universelles Feld, hier in unsere Erfolgscommunity einladen können. Du bist sehr feinfühlig, sehr wahrnehmend. Du nimmst auch jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr aus dem Kollektiv wahr und glaubst vielleicht sogar zum Teil noch, dass es deines ist. Wie wäre es, all diese Talente, Gaben und Stärken, die du hast,
die dich wirklich ausmachen, zu vereinen und zu einem wunderbaren Ganzen tatsächlich entstehen zu lassen. Wie sehr könntest du jetzt in diesem Jahr noch den Grundstock, das Fundament dafür setzen, um dann im nächsten Jahr durchzustarten? Also ich habe eben ja von diesem Kongress gesprochen. Ich hatte damals eine Vorbereitungszeit von 4 Monaten, würde ich niemandem empfehlen. Also 6 Monate ist so ist so ein gesunder Rahmen vom Start weg, wo man sagt, okay, ich mache sowas, bis zu dem Zeitpunkt, wo er auch tatsächlich stattfindet. Deshalb spreche ich davon. Wenn du dir heute zum Beispiel erlaubst, dich heute hinhockst, wir haben ja, morgen beginnt ja schon der letzte Monat in diesem Jahr, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, März, April, könntest du mit deinem eigenen Thema durchstarten, mit deinem, ich nenne es jetzt mal Seelenfreude-Kongress, mit dem, was dein Herz berührt, was dich ausmacht. Was würde das alles in deinem Leben wirklich verändern? Wie sehr würdest du dann tatsächlich bei dir selbst ankommen? Wie sehr würdest du dich da, könntest du dich da in dich selbst hinein entspannen? Auch wenn du jetzt noch Schnappatmung hast und denkst, nee, das kann ich nicht. Aber Wahrheit, wie sehr würdest du es tatsächlich wollen? Weil das war das Ding bei mir. Ich habe gedacht, ich kann das nicht, wie soll das funktionieren und, und. Aber es hat mich nicht losgelassen, dieser Gedanke. Und wie viele Kongresse hast du zum Beispiel auch schon da draußen beobachtet, besucht als Teilnehmer? Und wie viele Inspirationen hast du dir da auch schon geholt? Wie viel Mehrwert hast du dir davon auch schon geholt? Und wenn es nicht in dir auf Resonanz stoßen würde, dann wären diese Dinge auch nicht in dir angelegt, weil du kannst im Außen, in anderen Menschen oder in wem auch immer, nur die Dinge immer sehen, die auch in dir angelegt sind. Und ich weiß noch so schön, als unsere Tochter so sich mit dem Gedanken getragen hatte, so nach dem Abitur, wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt und. Und wir auch mal über einen Kongress gesprochen hatten und sie sich das auch nicht vorstellen konnte, aber irgendwie hat es auch sie nicht losgelassen und irgendwann ist dann, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, nee, es war tatsächlich dieses Jahr, der Potenzialkongress entstanden. Mehr oder weniger plötzlich war sie auch Veranstalterin eines Kongresses. Das hat so viel auch in ihrem Leben verändert. Und ich kenne absolut niemanden, und in unserem Team hier in der Akademie ist ja auch jemand als Teammitglied mit dabei, für diejenigen, die ja einen Kongress machen möchten, der tatsächlich die allergrößten Kongresse seit 2014, seit die auf dem deutschsprachigen Raum hier am Markt sind, begleitet hat. Er kennt auch niemanden, dem es nicht gelungen ist, mit einem Kongress wirklich in das freie, selbstbestimmte Leben zu starten, wie er es für sich, sie es für sich, für die Familie haben möchte oder haben wollte. Das ist rückblickend für mich der Türöffner schlechthin gewesen, um wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, um finanziell unabhängiger zu werden, um wirklich so viele Möglichkeiten zu haben, monatlich ein Einkommen zu generieren, sodass das Geld einfach immer da ist, dass ein sicheres Einkommen da ist, weil das war mir absolut wichtig, mit meiner Kündigung mir auch ein sicheres Einkommen zu erschaffen. Und so sehr dich das jetzt vielleicht auch anspricht und dein Kopf dir sagt, nee, das kann ich nicht, nein, ich traue mich das nicht. Du würdest nur in diese Richtung denken und auch jetzt meinen Worten hier lauschen, wenn irgendetwas in dir auf Resonanz stößt und irgendetwas in dir denkt, auch wenn ganz tief unbewusst, ja, das würde ich auch gerne. Denn diese gewünschte Veränderung, die du in deinem Leben jetzt gerne hättest, sei es beruflich freier zu sein, wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen,
wirklich deinen Seelenplan zu entdecken und auch zu leben, deine Lebensaufgabe zu leben, deine Mission zu erkennen, mit der Welt da draußen zu teilen, deine Vision auch zu leben, mehr Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen oder zumindest die Geldenergie, die es dazu braucht, den gesunden Körper zu haben, den es dazu braucht, die Partnerschaft, den Partner auf Augenhöhe in deiner Seite, den du gerne hättest und alles, was für dich dazugehört. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich damit sagen? Wie sollte dieser Satz enden? Was dich als Ganzes ausmacht, was wirklich deine Botschaft ist, da geht es einfach darum, wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und was ist da alles für dich möglich im universellen Feld? Vorbereitet. Wahrheit. Und wie viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du mit deinen Lieben im Leben haben, wenn du dir erlaubst, wirklich auch dafür zu gehen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich damit sagen wollte. Diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, wenn du wirklich in das Leben starten möchtest, von dem du träumst, auch wenn du es nur so ansatzweise träumst, vielleicht sind so viele Schleier schon über dich gelegt worden, was auch immer, warum auch immer. Und es geht auch aus meiner Sicht nicht darum, nochmal viel in der Vergangenheit rumzukramen und nochmal früher in meiner Praxis, als ich die noch hatte, Aufstellungen gemacht, Timeline, Rückführungen und alles Mögliche. Wir leben jetzt in einer Qualität, in einer Zeitqualität, wo es schneller gehen darf. Der Weg ist das Ziel. Sich auf den Weg machen, wo will ich wirklich hin, und alles, was auf dem Weg dahin noch aufkommt, an Blockaden, an Themen und Prägungen, die das verhindern könnten, die gilt es aufzulösen, mit Freude und mit Leichtigkeit, rasch. Wir können ansonsten unser ganzes Leben damit verbringen, in ollen Kamellen, um es mal so auszudrücken, rumzuwühlen. Und das ist das, was ich als Quintessenz jetzt noch auf den Punkt bringen wollte, wo ich eben den Faden verloren hatte. Wenn du dir erlaubst, dich in dein neues Leben hineinzuentwickeln, hineinzuentspannen, dann geht das nur, indem du auch die Komfortzone verlässt. Dieser Rahmen, in dem du dich gerade drin bewegst. Ich habe früher bei mir immer gesagt, ich stecke irgendwie im Schlamassel drin, aber ich habe es mir auch angenehm wohlig gemacht. Und trotzdem wollte ich raus. Und das fühlt sich zunächst mal unangenehm an. Da gibt es so eine Kommunikation zwischen Stammhirn, Großhirn, Kleinhirn. Wir machen das auf gar keinen Fall. Wir bleiben hier mal schön in unserer Sicherheitszone. Wir bleiben mal schön in unserem Kommentar, in unserer Komfortzone. Weil unser Stammhirn rebelliert da einfach. Das hat diese enorme Entwicklung der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende nicht mitgemacht. Da gibt es immer noch synaptische Verbindungen aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren und auf die Jagd mussten, um uns und die Familie zu ernähren. Da konnte in der Tat um die Ecke der Säbelzahntiger hocken und da war eine berechtigte Todesangst. Und das sind die Dinge, die uns Angst machen heute, wenn wir zwar davon träumen, den eigenen Weg zu gehen, was damit aber auch einhergeht, die Komfortzone tatsächlich zu verlassen, anders zu denken, anders zu handeln, um andere Resultate zu erzielen, da kommen wir auf die Idee, weil wir es uns ja auch nicht anders gelernt haben, uns nicht anders beigebracht hat, auf unser Stammhirn zu lauschen, das sagt auf gar keinen Fall. Wir kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, was ist, wenn es ganz großartig wird. Wir kommen sogar auf die Idee, das höre ich immer wieder in spirituellen Kreisen, aus der Ecke komme ich ja auch, wenn es denn meines ist, dann ist das ganz leicht und easy, dann kommt das alles zu mir, dann kann ich mich da ganz leicht hinein entwickeln. Wie anstrengend ist es für die Raupe, wenn sie sich zu einem Schmetterling entpuppt?
Aber nur weil sie durch diese Anstrengung hindurchgeht, hat sie anschließend kraftvolle Flügel, mit denen der Schmetterling davonfliegen kann. Was ich damit sagen will, wo dein Kopf, dein Denker rebelliert, weil das Stammhirn so aktiv ist und sagt, das machen wir auf gar keinen Fall, wir bleiben hier auf jeden Fall in unserer Komfortzone. Das ist genau das, was du vielleicht schon mal gehört hast. Hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Und das machen auch die Menschen aus, die du da draußen auch beobachtest, die erfolgreich sind. Jeder von uns hat Ängste. Und es ist auch gut, dass wir Ängste haben. Und die einen sagen, boah, da habe ich jetzt aber Angst, nochmal in mich zu investieren, wirklich nochmal Geld in die Hand zu holen, um mich da begleiten zu lassen, weil nur jemand, der wirklich dort ist, wo ich hin möchte, kann mir ja auch den Weg zeigen und da jetzt in mich zu investieren und. Da habe ich so totale Angst davor, nee, da gehe ich wieder zurück. Nein, auf gar keinen Fall. Und jemand anderes sagt, okay, da habe ich jetzt jemanden entdeckt, der dort ist, wo ich hin möchte, der mich begleiten kann. Da spüre ich, da ist eine Resonanz da. Der oder diejenige ist schon dort, wo ich hin möchte. So ein Leben, so ähnlich möchte ich mir es auch gestalten. Da geht es jetzt darum, in mich zu investieren. Das macht mir totale Angst. Okay, das ist der Weg, da gehe ich jetzt noch einmal durch. Das macht den Unterschied aus, den entscheidenden Unterschied zwischen Aufgeber gewinne nie, Gewinner gebe nie auf. Und da, wo die größte Angst ist, da steckt dein größtes Potenzial. Und ich habe die Woche, ich glaube gestern war es oder vorgestern, so einen schönen Satz, kannst du mal hier runterscrollen, nachher anschauen. Das Risiko, jetzt in mich zu investieren, um erfolgreich zu leben oder so, ist zu groß. Ersetz einfach nur mal diese beiden Wörter, das Risiko, in die Chance. Die Chance, jetzt in mich zu investieren, um erfolgreich zu leben, ist zu groß. Es sind alles nur die Geschichten, unsere Zwiegespräche. Nach unserem Glauben wird uns geschehen. Also ich bin ja auch katholisch aufgewachsen und erzogen worden, gehöre aber keiner Religionsgemeinschaft schon lange nicht mehr an. Aber in der Bibel stehen so wahre Dinge drin, wie innen zu außen. Die Veränderung im Außen, auch der Frieden im Außen, diese gesunde Welt, wie auch immer wir uns die vorstellen, im Außen, die entsteht bei uns selbst, in jedem von uns selbst. Auch da so ein schönes Sprichwort, sei du selbst die Veränderung, die du dir im Außen wünschst. Da sind wir nochmal bei dem Eingangsthema, wenn jeder hier seinem Seelenplan folgen würde, dem Ruf seiner Seele folgen würde, seiner Mission folgen würde, was für eine Welt hätten wir da draußen und wie viel mehr ist dann für dich in deinem Leben möglich, wenn du dir jetzt ab heute erlaubst, wirklich dir selbst das Versprechen zu geben, ich gehe ab heute den Weg meines Herzens. Wie sehr hüpft deine Seele da vor Freude, wie sehr hüpft dein Herz vor Freude und wie sehr sind diese Energien, die im universellen Feld da sind, auch die finanziellen Energien, die es dazu braucht, die bewerten und beurteilen nicht, dass sie nicht zu dir kommen möchten. Die warten nur darauf, dass du durch die Tür durchgehst, dich ihnen zeigst, sodass sie auch zu dir kommen können. Ihr Lieben, das waren meine Abschlussworte für heute. Und wenn du zum ersten Mal dabei bist heute, wir haben ja nochmal wunderbare neue Mitglieder hier auch in der Community diese Woche begrüßen dürfen, dann hörst du es jetzt vielleicht zum ersten Mal, wenn du schon länger sonntags live hier dabei bist, dann hörst du es jetzt zum x-ten Mal. Ich poste dir einen Link rein zum Online-Terminkalender. Nimm mir da gerne so 15, 20 Minuten Zeit, wo wir mal genau hinschauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, welche Möglichkeiten gibt es auch dafür die Zusammenarbeit innerhalb von der Akademie, mit mir, mit meinem Team an deiner Seite. Und du wirst auf jeden Fall wertvolle Schritte bekommen, ja, die du natürlich auch alleine umsetzen kannst. Deshalb klick auf den Link.
Buch dir einen freien Termin. Ich poste euch ihn hier gerne jetzt rein gleich. Und lass uns einfach mal sprechen. Was hast du zu verlieren? Was kannst du gewinnen? In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Danke für dein Dabeisein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.